Arr, ja. Wow, 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 wir werden gleich einen Sturm hier rein. Auf jeden Fall, arr, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind wieder hier mit dabei und begeben uns auch mal gleich zur nächsten Hauptmission. Allerdings werden wir diese, diesen Weg im, wo ist das denn hinten denn? Schoner und Kanonenboot. Eigentlich werden wir diesen Weg zur See bestreiten, denn wir wollen noch ein bisschen was mitnehmen. Wir wollen ja die Nebenquests nicht vernachlässigen. Und ich würde ganz blöd sagen, was ist das, unentdeckter Ort hier hinten? Ich würde ganz blöd sagen, wir steuern mal ganz kurz hier rüber, bevor wir da hingehen. Nehmen jetzt einfach mal so ein bisschen was mit. Was ist da? Nichts Stärkeres, also nichts, was uns irgendwie besiegen könnte. Moment, ich ganz kurz einen Treffer. Puh. Gute Nacht. Okay, wir tun so wunderschön. Da haben wir das erbeutet und begeben uns gleich zu dem Hafen hier. Und die Insel ist ja recht klein. Da schauen wir gleich mal vorbei an der Insel, bevor wir zu unserer Hauptmission weiterrücken. Vielleicht gibt es ja noch interessante Dinge. So. Andocken. So, wunderschön. Ich begebe mich mal runter. So, schwupps. Und schon sind wir da. Und wir begeben uns gleich mal zu dem Aussichtspunkt, der anscheinend... Ne, wo ist denn der? Ach, da. Was ist das hier? Okay. Sieht aus wie ein Schiffsfriedhof, so ein Alter. Spring. Was machst du denn? Moment, ich glaube, der muss hier hoch. Ja, hier oben muss er hoch. Und dann springt er. Was macht er denn? Junge, bist du blöde? Okay, nochmal. Moment. So. Ah, okay, jetzt hat er's. So, wunderschön. Dann gehen wir mal nach oben hier. Ja, es ist ein altes Schiff hier. So ein alter Mast ist das. Ganz schön gewagt, da hochzuklettern. Aber gut, wenn er sich anders möchte. Wenn er sich anders möchte, dann machen wir es halt. Ja, viel mehr ist ja auch nicht. Ist einfach nur so ein kleines... Weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht einfach nur eine Werft oder so. Oder so ein kleiner Unterschlupf. So. Das Fragment holen wir uns natürlich auch gleich. Und Berserkerfalle kann nun hergestellt werden. Guck mal, dass ich schon die Feuer herstellen. Moment, wir schauen mal ganz kurz hier rein. So, jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, ein paar Schätze sind hier auf jeden Fall. Dann legen wir gleich mal los. Wie konnte ich die Schätze hier übersehen? Ach, hier unten ist einer, okay. In der Aufregung einfach dran vorbeigerannt. Goldener Kompass, Silbervase. Was für ein Luxus. Der nächste ist dann wahrscheinlich hier, ja, da ist er. Aber da bin ich ja voll dran vorbeigerannt. Ach ja. 214, ja, wunderschön, wunderschön. Und wir begeben uns gleich mal am besten hier hinter, gleich. Dann kommt man im anderen Zeug nämlich automatisch vorbei. Und zwar, wenn ich hier lang laufe, sollte ich automatisch bei allen drei Dingen vorbeikommen. Wo sind wir ja eigentlich genau? Hat das jetzt irgendeinen Namen, die Insel, oder ist es einfach nur eine Insel? Ich bin es, die Insel. Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass wir hier... anscheinend... ein Fragment finden. Wunderschön, da haben wir ein Fragment gefunden. Und da geht's zu dem einen Schatz. Und eine Schatzkarte gibt's ja anscheinend auch. Oh. Ein
ein toter Seemann. Schatzkarten. Finden Sie Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie dort graben, können Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff aufzurüsten. Benutzen Sie Scrollen oder drücken Sie 9, um die Karten auszuwählen, und drücken Sie F, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen Sie zu den richtigen Orten. Das Bild hilft Ihnen, dort die Stelle zu finden. Dieses Feature ist aber auch auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Okay, alles klar. Also, 9, okay. 580, 27. Habe ich irgendwo Koordinaten eingegeben? Habe ich hier irgendwo Koordinaten? Ach so, okay. 580. Moment. Wie hoch soll ich denn da gehen? Das ist hier hinten irgendwo. Okay. Ja, da werde ich in nächster Zeit bestimmt nicht hinkommen. Aber was haben wir denn hier? Hallöchen, liebes Schätzchen. So, und eine Kiste müssen wir noch finden. Oh, die habe ich gerade gesehen. Die brauche ich gar nicht gucken. Die war irgendwo hier. Ach, da ist sie ja schon. Wunderbärchen. Na, dann komm mal her, Süße. Flupp. Und damit haben wir Marihuana. Marihuana, alles klar. Kein Kommentar dazu. Marihuana Island gefunden. Ich will mal ganz kurz ein bisschen. Den Pelz hier bräuchte ich mal. Wer weiß, was wir daraus machen können. Knochen. Wildschweinhaut. Das andere war hier, gell? Ja, genau. Das sah ich nicht schlecht aus jetzt. So, das haben wir auch noch. Es tut mir leid um die süßen Tierchen, aber wir brauchen sowas bestimmt irgendwann mal. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf die Jagd. Was ist das da unten? Ach, guck, was ist das im Sand? Oh, okay. Komm her. Oh, eine Schildkröte. Oh, ist die süß. Der kann ich auch nichts. Oh, der kann nicht was tun. Ich will es mal probieren. Oh, ich will es probieren. Nein! Oh nein, ich habe die umsonst getötet. Och Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, das kotzt mich gerade echt an, dass ich die umsonst getötet habe. Hallo? Das ist echt fies. Da kannst du es töten, aber brauchst du es denn im Endeffekt gar nicht. Das ist gemein. Okay, ich gehe mal ins Herstellungsmenü. Moment, ins Herstellungsmenü. Herstellung. Den haben wir. Ocelots, Buckelwal, Krokodil, Inguar, Jaguar, Knochen. Wildschweinhaut, Beute für Pistolenmunition. Ja, den holen wir uns, genau. Wunderschön. Okay, Beute für Pistolenmunition. Also haben wir es doch gebraucht. Okay, warte, ich will nochmal ein bisschen weiter gucken. Ich hätte als liebstes gern noch Pistolen und Holzer, kein Edward, eine für die Pistole. Ja, das bräuchte ich auf jeden Fall, denn wir bräuchten wieder zwei Pistolen. Ne, wir haben ja zwei Pistolen. Drei Pistolen haben wir dann. Okay. Gesundheitsupgrades bräuchte man auf jeden Fall. Da bräuchte man, Moment, einen Hirschpelz. Oder holen uns gleich Knochen des großen weißen Hais. Okay. Pfeilbeute. Brüllaffenpelz. Rauchbeute. Kaninchenpelz. Berserkerpfeil. Bullenhaihaut. Berserkerpfeil. Schlafpfeil.
Was ich mir gerade mache? Moment. Bohne hab ich. Bestätigen. Berserker-Pfeil hergestellt, okay. Dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Es wird gerade ungemütlich hier. Oh, es wird gerade sehr ungemütlich. Da sollte man sogar eigentlich auf dem Land bleiben, aber na gut. Wir haben eine Mission zu erledigen, meine Damen und Herren. Wir können nicht einfach hier tatenlos rumstehen. Ja, das war klar. Das habe ich zu spät gemerkt, dass ein Feld steht. Okay, hier haben wir alles entdeckt. Und hier haben wir auch ein Wildschwein gefangen. Wir müssen nach da oben. Also würde ich sagen, unser nächstes Ziel, was wir ansteuern, ist diese... Obwohl, wir steuern mit den ganzen Inseln an, die jetzt kommen. Wir machen mal Kaperfahrt zu wilden Inseln, zu verschollenen Inseln. Macht ja auch ganz viel Spaß. Und so können wir auch ein bisschen Edward aufrüsten. Wer bist du denn? Ein Stufe 4 Schoner und langweilig. So können wir Edward auch ein bisschen aufrüsten. Und das werden wir bestimmt auch noch brauchen, weil gerade in Kämpfen sind wir noch nicht so gut ausgerüstet. Wir haben sie ja eher schiffsmäßig ausgerüstet. Schade, dass man nicht deine eigene Crew. Ich finde es so geil, wenn jedes dieser Crewmitglieder ausrüstungsfähig wäre. Dass man dann wirklich richtig viel Kohle in die Crew investieren muss und so. Weil du hast ja bei Assassin's Creed meistens so, dass du in den ersten paar Spielzügen gleich sofort alles hast. Also geldmäßig. Du musst zwar ein bisschen verdienen, aber ansonsten ist es eigentlich nicht schwer, bei Assassin's Creed sich was zu leisten. Und das finde ich ein bisschen schade. Da könnte es vielleicht Schwierigkeitsgrade geben, dass man sich je nach Schwierigkeit mehr leisten muss. Dass es einfach mehr kostet dann im Endeffekt. Das wäre cool. Dann würde ich dann auch auf sehr schwer spielen. Okay, wir müssen vorsichtig einlenken. So, okay. Und da sind wir, liebes Spiel. Ach ja, wir müssen mal ins Piratendings, gell? Wir kriegen ja noch unser Geld von den Missionen, die ich vorher angemacht hatte hier. So, Moment, ich geh erstmal runter. Ich weiß, dass wir noch nicht angekommen sind, aber ich geh erstmal, wenn ich eher immer angehalten habe. Benutze mal die Tür. Genau, wunderschön. Wie cool hab ich eigentlich gerade? Gold, 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 Gold. Was? Entschuldigung, der Ubisoft-Server ist nicht verfügbar? Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich jetzt verbunden mit dem Multiplayer-Server und wir machen jetzt mal ganz kurz was. Und zwar habe ich ja noch 55 U-Coins übrig. Und da habe ich mir jetzt gedacht, kaufen wir uns einfach mal hier die das Legendary Outfit. Flup. Und Slay Your Enemies with the Blades of Toledo. Die Blades of Toledo holen wir uns natürlich jetzt auch. Wunderschön. So, dann habe ich diese beiden geholt und wir gehen zurück ins Spiel. Und Flottenmission erfolgreich. Was sprechen Sie? Ich spreche auf Erfolge. Scharlachfieber hatte Erfolg. Ah, jetzt. Ach so, natürlich. Jetzt kriegen wir die ganzen Missionsziele rein. So, das sieht bis jetzt sehr erfolgreich aus, was die Schiffe geschafft haben. Und wir gehen zur Flotte. Kenways Flotte. Die wollten wir abfracken, ne? Jo, die frack ich mal ab. Die wollten wir für Diamanten abfracken. Belohnung! Oh mein Gott! Weiterspielen? Neue Schatzkarte! Wurde freigeschaltet. Jawohl, okay. Versprechen, die man nicht bricht. Okay, wunderschön. Ja, sie haben sammelbare Fundstücke gefunden. Und, boah, geht's ja mal besser hier. Ohohoho. Neues Schiffsupgrade, Rautensegel. Jawohl. Belohnung. Sie haben neues Zeug gefunden, eine Trompete. Hey, und 1200. Oh mein Gott, so viel Geld. Neues Schiffsupgrade, vergoldetes Steuerrad. Oh mein Gott. Was für ein Zeug, ey, was für ein Zeug. So, na dann, machen wir mal hier mal, schicken wir mal die Santa Eva Maria rein. Und lassen mal ein Feuerfass fliegen. Flupp. Und weg damit. So, die Route ist sicherer geworden. Wir haben 10 Diamanten bekommen. Wunderschön. So. Dann gehen wir mal... Huch. Ach, was geht's hier? Ach, meine Güte. Heimtückisch. Seeschlacht. Okay. Sollte kein Problem für uns sein. Wir schicken die... Haas Triton los, wir schicken die
HMS Odin los und wir schicken die MS Glory los. Wir reparieren vorher aber die MS Triton wir reparieren die MS Triton, jawohl. wie sah jetzt die Odin repariert? Bin ich bekloppt? Achso, wir haben die Odin repariert. Okay, jetzt sind die Triton, okay, gut. Die, wir haben doch gerade... Verarsch mich nicht! Bestätigen! Ja, dann halt nicht. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall ein Feuerfässer. Nutze ich gleich mal. So, gleich noch eins. Und gleich noch eins. Wir kriegen unsere Schiffe keinen Schaden.